Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Guild Wars 2. Ich mache einfach direkt an der Stelle weiter, wo ich eben aufgehört habe. Ich habe nur gerade die Qualität wieder auf 720 gestellt, weil wie gesagt, die Folge von davor wird mich vermutlich einen halben Tag gekostet haben, bis die hochgeladen ist. Aber mein Gott, wir schwimmen jetzt mal wieder zurück und ich behaupte einfach mal, dass diese Champions nicht dafür gedacht waren, dass wir sie bekämpfen, oder? Apropos Malik, wo ist der eigentlich? Das Cave. Ich schwimme einfach mal hier weiter. Das soll bestimmt so. Warum ruckelt das? Oh, ich habe hier unter Wasser noch gar keine Fertigkeiten ausgewählt. Was haben wir da denn? Wir haben den Klon. Wir haben das Mantra der Entschlossenheit. Und wir haben dieses hier. Gut. Learn something new every day. Ja, das hier sieht richtiger aus als die beiden Champion-Golems. Hey, hier sind Hylek. Und da ist auch Malik. Yay. Untersucht die eigenartige Samenkapsel. Okay. Hello. Der Weg ist gefährlich, aber wir können nicht zurückgehen. That's my part. Ah, okay. Judging from your expression, I assume there's something wrong about it? Yes. Everything is wrong about it. Okay. Albtraum. Your death will be agonizing. It is magnificent. There he is, the Harbinger. Success. All that is left is to bring him before the Duchess Fowlin. You are one stubborn weed, lady, and you're doing a bang-up job of getting on my bad side. Who are you, and why do you want me? I am the Knight of Embers. I was born dreaming of you, and it has been my life's ambition to draw you into nightmare. Why? Why do you want me so badly that you would waste lives just to capture me? Because you are the key to our freedom from Ventari's false laws. Your coming marks the turn of the tide between dream and nightmare. With your appearance, the truth grows ever closer. Come, the Grand Duchess awaits in the Venlin Vale. She can keep waiting. We destroyed your courtiers. You'll do no better. Defeat me if you can. Okay, versuchen wir das doch einfach mal. Okay, irgendwie ist für das der Kampf nicht so einfach. Ja, genau, jetzt rollt die auch noch unter Wasser. Alter, warum ist das so schwierig? Das ist ja nicht so cool. Hier erstmal schnell einen Klon setzen, damit ich mich hier wieder aufrappeln kann. Alter! Warum ist das so? Das ist doch aber für Stufe 20, oder? Alter! Okay! Nehmen wir jetzt einfach mal den Weg hier. Ist ja derselbe. Habe ich irgendwas am Bufffood oder so, was ich essen kann? Oder haben wir irgendwie scheiß Ausrüstung oder so? Stufe 17. Gut, der ist Stufe 10. Der ist auch Stufe 10. Stufe 4. Ja gut, daran könnte es eventuell liegen. Haben wir irgendwas Besseres dabei? nicht wirklich, ne? Schade. Ist auch kein Händler oder so. Was bringt mir das? Ne, das ist nur so ein Heldenverstärker. Du bist mein... Ich versuche das mal. Ich guck mal gerade in meine Accountbank und guck mal, ob ich hier irgendwas habe, was uns irgendwie nützlich sein könnte. Stärkeverstärker. Na gut, man muss ja kreativ werden, ne? Rüstungsverstärker verwenden. Die brauche ich eh für sonst nichts. Regeneration ist vielleicht nicht so verkehrt. Nee, Karma brauche ich nicht, aber so Low-Rüstung oder so habe ich ja auch nicht dabei. Ich habe ja auch keinen Handelsposten-Express. Die habe ich alle auf meinem Baldi. Ah, verdammte Scheiße. Naja, dann gucken wir mal, wie das hier mit unseren Verstärkern vielleicht hoffentlich etwas besser klappt. Ich habe auch nicht so auf meine Rüstung geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Cave und so zufällig noch da? Können wir irgendwo anders hin? Das ist auch eine sehr kleine Kampffläche, weil mit als Mesmer bin ich ja... definitiv Fernkämpfer. Und wenn ich... Mann, nun schwimm halt. Und wenn ich hier dann halt so... Alter, ich gehe schon wieder so richtig low. Das soll so nicht. Jetzt bin ich schon wieder im Wasser. Ey, diese Kampfposition hier ist total doof.
Das Problem ist ja, die retzen sich ja auch alle schön wieder hoch, weil Malik allein reißt ja leider nichts. Alter, das... Nee, hier, weg. Assistance, please. Warum sind die so unglaublich stark? Hier skaliert doch irgendwas falsch, oder? Alter. Wie mache ich das denn jetzt? So komme ich ja nie gegen die an. Die Kampfposition ist für einen Fernkämpfer total scheiße. Vor allem, wenn man auch ständig im Wasser ist. Ich meine, ich würde wahrscheinlich trotzdem sterben, aber... Huh. Hey, da steht noch mein Golem im Wasser. Ich habe aber auch wirklich gar nichts in der Bank, was mir helfen kann, ne? Hallo, Golem im Wasser. Nee. Alles nicht so geil. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wie gesagt, die Kampfposition stört mich. Ich möchte eigentlich weiter wegstehen. Vor allem liegt Cave dahin jetzt auch noch tot rum, was mich auch stört. Weil wie gesagt, Malik alleine reißt hier nun mal leider gar nichts, ne? Das ist ja immer noch dieselbe Anzahl. Aber man kommt hier auch nicht... Komme ich vielleicht hier irgendwie so... Warum ist das versperrt? Willst du mich verarschen? Require assistance. Obfuscate. Disorient. Confused. Wir werden das vielleicht doch weniger. Ich weiß es nicht. Hier, heil dich mal. Und jetzt bin ich wieder im Wasser. Ich kriege einen Rappel hier. On my guard. Habe ich Zustände? Ja. Mann, wie soll das denn hier klappen? Werden das wenigstens weniger? Irgendwie nicht. Naja, und Keith liegt da halt tot. Das ist total die Scheiße. Und unsere Rüstung dürfte jetzt auch gleich so langsam tot sein. Das ist fast alles beschädigt. Was? Ja, nee. Inventar haben wir aber auch nichts, ne? Nee, wir sind ein bisschen zu schwach ausgerüstet für die ganze Scheiße hier. Ich könnte vielleicht noch mal ein 20er Schwert ausrüsten. Stufe 20... Beutetaschen, ne, da ist aber... Ah, vielleicht. Ich mach die einfach mal auf. Lagern. Hey, zwei nicht identifizierte Farben. Hey, was richtig Teures. Cool. Und das. Und lagern. Haben wir da jetzt irgendwas Tolles rausgekriegt? Schuhe, die wir nicht anziehen können. Eine Brust, die wir nicht hier anziehen können. Können wir alles nicht anziehen. Alles Kacke hier. Ich gehe hier einfach nochmal runter. Und dann schauen wir nochmal. Vielleicht lag es auch einfach an unserem Stufe 10 Schwert. Das übrigens hässlich aussieht. Habe ich da irgendwie einen schönen Skin für? Nicht so wirklich für einen Messmer, ne? Nee. Wie man sieht, Messmer und ich, also ich habe das glaube ich schon öfter gesagt, wir sind einfach nicht so. Ich versuche das jetzt nochmal. Und wenn das dann nichts wird, dann verlasse ich mal die Instanz und wir rüsten uns mal ein bisschen besser aus. Weil, macht Malik denn? Lebt er noch? Oh, der verliert aber nur langsam Leben. Wie war das? Hier kam man, glaube ich, hin, so, ne? Im Moment, hier ist... Irgendwo hier konnte man doch eben stehen. So, ich will die. Stop what you're doing, it ain't me. Mann, hör doch auf zu schwimmen, das geht mir so auf die Nerven. Hier, da. Dann ist das hier jetzt auch noch versperrt. Das finde ich ja auch nicht so cool. Warte, erstmal die da jetzt töten. Falls ich das irgendwie hinkriege und nicht wieder im Wasser verrecke. Oh Mann! Da, stirb halt. Stirb, bitte, stirb einfach. Stirb. Danke. Jetzt kann ich mich zwar trotzdem nicht heilen, aber eine haben wir immerhin schon mal tot. Mein Klon da hinten macht zwar auch nichts, aber ich könnte jetzt so. Und dann hauen wir weiter auf die. Und dann sollte ich, wenn ich ganz viel Glück habe, wieder hochrallyen. Jetzt kann ich mich heilen. So, da unten schwimmt eine. Komme ich an die dran? Ja, nö, scheinbar nicht. Gut. Ich finde das gerade ein bisschen unfair hier, weil alles immer versperrt ist. Nee, ich will die andere. Mann! Das nervt mich gerade ein bisschen.
Weil ja ständig alles versperrt ist und man ständig ins Wasser rutscht. Ich vermiss meinen Waldi. So, letzter Versuch, dann ist unsere Rüstung nämlich auch kaputt. Beziehungsweise, ich glaube, einmal können wir noch, dann ist sie komplett beschädigt und beim nächsten geht dann ein Teil kaputt. Aber ich hoffe einfach mal, dass die, die wir jetzt getötet haben, vielleicht tot bleiben. Mein Gott, so eine ätzende Quest hatte ich aber auch noch nie. Albtraum, Lehrling, Lehrling, Knappin. Hey, das sind nur noch drei, das könnten wir schaffen. Yay. Die eine da glitscht ja im Wasser rum. Kann ich die nicht dann vielleicht... Ich meine, das bringt mir vermutlich auch nichts. Aber hier, Klon und Anker. Jetzt gehe ich erstmal hier aus dem Wasser raus. Und mache euch dann jetzt vielleicht so da unterbrochen. So, nächster Klon bitte. Und heilen und bitte mal das Gift von mir runter, wenn es denn geht, liebes Mantra. Danke. So, wieder eine tot. I can't go on for long. Ja, ist mir egal, was du kannst und was du nicht kannst. Malik battelt sich da hinten noch mit der anderen. So, die kriegen wir jetzt, glaube ich, noch im Downstate weg. Kurz klonen. Die kaputt hauen. Heil dich hoch und ein Klon bitte. Jetzt ist sie verwirrt, weil wir zu viele sind. Haha. Oh, Halleluja. Mein Gott, war das eine Geburt. Was willst du? Ja, gif halt niemals ab, ist mir auch egal. The Knight of Embers is a fool. Whatever this nightmare is, it led her to obsession and madness. Is your dream the same? No. The dream is a vision of hope and a feeling of purpose. It guides us toward the light, not into evil. I wish I could say that I understood the difference, but I don't. So, Kaith, can you tell how this pod got so far from the Pale Tree? That is not the right question. Ask instead, how did this pod get so close to the Pale Tree? I don't understand. What do you mean? I must speak with the Mother Tree. But first, we must be certain that the Knight of Embers does not report to Duchess Fowlan. If she studied this pod, as I did. But what about Traherne? We were to meet him at the Pale Tree. We have no time for meetings or explanations. The Knight of Embers must be stopped. Then we head to Venlin Vale and to battle. Let us end this knight's threat once and for all. Okay. Erst gehen wir uns vernünftig ausrüsten. Noch, guck mal, Rüstung. Zustand, Schaden, Kraft, Zähigkeit. Ich glaube, ich nehme mal was mit Zähigkeit, einfach weil wir können ein bisschen mehr Zähigkeit, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Dann können wir das auch direkt anziehen. Ausrüstung. Da. Wir können ja auch mal gucken. Es gab ja jetzt die schönen Halloween-Kleidungssets. Steht ihr da irgendwas von? Aha. Aha. Ne, das ist kein Halloween-Kleidungsset. Nee, ich glaube, wir bleiben bei unserem Hochzeitskleidchen hier und verlassen erstmal ganz schnell die Instanz, weil die nervt mich. So, mit 13 Minuten hat die Folge aber auch eine ganz gute Länge, würde ich sagen. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir besser ausgerüstet sind und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn euch das Spiel gefällt und ihr das auch haben wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einmal einen Link, wie ihr euch einen kostenlosen Guild Wars 2 Account für das Grundspiel erstellen könnt und kostenlos spielen könnt und einmal einen Link zum Erwerb von dem kommenden Addon, was am 23., also jetzt Freitag, rauskommt. Wenn ihr das über die Links kauft, unterstützt ihr mich direkt damit, das wäre voll top und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!